Hier ist Ranja und willkommen zu einer neuen Folge Scribblio. Diesmal nicht mit Flo und Tops. Keine Sorge, wir haben uns nicht verstritten oder irgendwas. Flo bereitet nur gerade sein Projekt vor und wir nehmen nachher noch auf. Aber ich habe mir gedacht, ihr möchtet bestimmt gerne meine Freunde kennenlernen. Hör ich dann ja? Hör ich dann ja? Lautstark? Richtig. Deswegen habe ich mir gedacht, was gibt es Besseres, als eine Runde Scribblio mit Freunden zu spielen? Beides sehr talentierte Zeichner. Ich würde sagen, let's go! Wir nehmen heute auf mit dem Marvin und dem lieben Daryl. Möchtet ihr kurz Hallo sagen? Moinsen. Ihr seid Scribblio erfahrene Spieler, nehme ich an. Ist korrekt. Also, manche sagen Gott. Wer sagt Gott? Hast du letztes Mal nicht verloren? Also gegen euch sicher nicht. Gegen mich schon. Also, ich will nur daran erinnern, dass letztes Mal habe ich gewonnen. Gegen dich. Du hast einmal gegen mich gewonnen. Einmal. Glaube ich nicht dran. Daryl, du wurdest immer Dritter. Hey, red doch nicht. In der ersten Runde wurdest du Dritter und ich bin Zweiter, wenn ich mich dran erinnern darf. Entschuldigung. Okay. Au. Starke Wörter, starke Wörter. Ich weiß ungefähr, wie das aussieht von der Form, würde ich sagen. So ungefähr. Ich sage. Das nasse Karte. Oh, oh mein Gott. Nein! Warte, wir wechseln die Farbe und machen es ein bisschen hübscher. Afrika! Ey, bin ich hell? Daumen hoch, war easy. Dankeschön. Also dann an einer Stelle einfach nicht nix eintippen, weil dann kriegt sie keine Punkte. Könnte ich auch nicht. Also, ja, alles klar. Nein, das ist rigged. Was? Weißt du es wirklich nicht? Was ist das für ein Land? Ah, Australien, das ist mir nicht eingefallen, tatsächlich. Oh, bitte. Freebie. Und sowas behauptet, er gewinnt. Manchmal musst du nicht gewinnen, du musst nur andere nicht gewinnen lassen. Nein, hier, Schiebung wollen wir nicht, Daryl. Nee, Scherz, ich wusste es echt nicht. Taktisches Verlieren, hä? Das ist... Sigwald. Das ist kein Vulkan? Ah, da kommt mal was. Du nimmst immer die einfachen Wörter, nicht wahr, Marvin? Die Wörter waren echt nicht gut. Mehr kann ich dazu auch nicht machen. Okay, das ist ein Jogger. Der rennt rückwärts. Also, der läuft auf jeden Fall. Okay. Warte mal, wie schreibt man das richtig? Perspektivisch auch korrekt. das ist nicht üblich. Das stimmt. Perspektivisch haben wir auch den ein oder anderen guten Zeichner unter uns. Ey, also ich kann ja wohl... Also Vogelperspektive schreibe ich, also male ich on point. Nee. Sind das Wolken? Ja, das sind glaube ich Wolken. Haben aber mit dem Bild an sich nichts zu tun. Es ist einfach nur Deko. Marvin, wie wär's, wenn du was zeichnest, was erkennbar macht, welches Wort wir suchen? Es ist, ihr habt Rückwärtsgang ist gar nicht so weit weg. Du musst halt nur mal gucken, wie viele Buchstaben das Wort hat und dann das Richtige hinschreiben. Oh, okay. Rückwärts, wie viel hat das überhaupt? Also es ist schon sehr nah dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ich weiß nicht, was das E da macht. Ich sehe da kein... Oh Gott, rückwärts ich hab F. Sorry. Wieso schreibe ich eigentlich dasselbe nochmal? Das weiß ich auch nicht, aber warum ist das G der drittletzte Buchstabe? G. Nachdenken, Leute. K. Aber rück, okay. Rück. Ja, rück, rück. Was kommt nach rück? Ich weiß es nicht, ich habe auch rück. Das halt mal was ausprobieren. Ja, rück. Aber mir fällt nichts ein mit G. Laufgehen. Klar, Laufgen. Rück. Das ist schwach, Leute. Ja, ich... Oh Gott. Joggen. Klassisches. Um ehrlich zu sein, hätte ich gedacht, dass das... Oh dass Gott. Man das erraten kann. Okay. Oder so. Okay. Jemand, der zurückläuft. Okay, oh Gott. Das ist ein menschliches Herz. Jetzt, wo du sagst, sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist scheinbar kein menschliches Herz. Was ist das? Das findest du in einem WC wieder. Oh, okay. Nicht ganz. Oh Gott, was kann ich noch schreiben? Warte, Klo ist aber falsch. Oh, warte. Ach, guck mal, was für ein perspektives Zeichen hier. Das andere war noch Eiszapfen, aber das hätte man auch so einen Blick treffen können. Ich krieg immer so furchtbare Sachen. Okay. Ich hatte mal was Hartes. Das ist jetzt was Einfaches, ja? Okay. So.
Und dann haben wir das noch. Und wir suchen das. Das macht keinen Sinn. Mach ein bisschen. Wie, das macht keinen Sinn? Von den Buchstaben her, meine ich jetzt. Achso, okay. Sag ich das jetzt, kommt einfach. Das muss falsch sein. Das macht keinen Sinn. Ah. Tschüp. 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 Ist es nicht schöner jetzt? Oder waren wir gelb? Oh, gelb tut in den Augen weh. Dann machen wir wieder gelb. Gute Arbeit. Junge, mir ist es nicht eingefallen, weil ich ganz. Ich hab halt an Mann gedacht, ne? Also, Erwachsene da unten. Oh Gott. Hast du erraten, was David Junge gesagt hat? Nee, ich hab das nicht rausgefunden. Durch Deduktion. Du hast es nicht rausgefunden, als du selber Junge gesagt hast. Ja. Okay, das ist ein glücklicher Kopf. Dafür gibt es schon mal einen Daumen hoch. Ach, geben. Chinese. Das sind die Stäbchen. Oh nein, Oder ist es ein... Vielleicht was schlecht zu erkennen. Kaulquappe. Es sah so aus, teilweise. Ja. Okay. Oh! Wie wird das jetzt geschrieben? Oh, easy. First try. Oh, das ist auch... Wie schnell bist du mit dem Schreiben? Was für Stäbchen, Mann? Aus ich dem Ohr, gedacht, oder der was? Hat so, der hat sie nah an sein Gesicht. Die nehmen doch immer ihr Essen so nah ans Gesicht. Okay. Er hätte sie in den Mund gemacht. Ja, okay. Ich hab gedacht, du willst einfach keinen Arm malen und meinst noch die Stäbchen nutzen. Kann ja sein, sorry. Oh Gott. Unterstellung. Okay, das ist, Das soll ein Blitz sein, ne? Oh, ich hab das selber eingegeben. Oh. Ich gebe jetzt mal einen kleinen Tipp. Blitzschlag. Nicht ganz. Das hat was mit Magie zu tun. Dadurch schreibt er einfach nur. Magie. Das ist ein Tool, um Magie zu benutzen. Oh, Marvin, weißt du, was ich da sehe? Mein Lied sehe ich da. 20 dein Punkte. Lied? Ja, ich führe. Noch. Ich kann es eigentlich sein, dass ich 750 habe. Grausam. Wie malt man das denn richtig? Was haben die denn an? Mist. Ich also, gibt es Kleidung? Ne, wir nehmen jetzt den. Also, ja, also wie differenziere ich die Person durch seine Kleidung? Ist jetzt meine persönliche Frage. Warte, der hat hier so einen. Okay. Das wird noch, oder das soll ein Arm sein übrigens. Ach da. Das hier rechts. Und, ups. Und dann hat er so eine Robe an, okay? Das ist sehr schön und wahrheitsgetreu gezeichnet. Normalerweise haben die auch, glaube ich, eine Kapuze. Darth Vader. Irgendwie nicht so gut aus. Talent. Ist doch eingefüllt. Nein, jetzt ist der Arm weg. Okay, das sieht sick aus, aber so geht's um die Kleidung? Es geht um. Ich glaube, es geht um die Figur, um die was Figur, die macht was, oder was sie ist. Dessen Berufung ist quasi. Sith Lord. Nein, was dein Job ist. Mehr oder weniger. Was ist das denn? Marvin. Auf zu lachen! Ich gebe mir alle Mühe! Hallo! Hi! Hallo! Na du? Hast den Jan gebracht? Den Kappen. So, das ist der andere Fuß. What is this? Okay, das ist doch offensichtlich! Oh, ist er wieder rausgekommen? Ja, wird rausgeschnitten. Achso, I see. Also, ich hab ihn nicht gemoved oder so. Hallo! Ah, jetzt höre ich. Okay. Hi. Ich weiß es nicht mal mit dem Buchstaben wieder. Komm schon, Marvin, denk nach! Ist das auch schwarz? Soll das schwarz sein? Fünf Buchstaben, Jan. Das soll schwarz sein? Wichtig ist dieser Teil, daran erkennt man's. Lätzchen? Nein! Fleischer. Die haben immer so einen Kragen an, mit so einem weißen Stiepel vorne. Matrose. Ja. Aber es läuft. Wir haben gleich noch ein Spotify. Oh! Ben, du hättest nicht mal ein Kreuz zeichnen können? Oh! Oder irgendeine buddhistische Kette oder sowas? Du hättest auch klinisch da hab ich nicht gedacht. Oh Mann, ey. Oh nein!
Ey, Ronja, dafür wirst du eigentlich ins Reich der Schatten verbannt irgendwann mal von mir, ne? Nächsten Yu-Gi-Oh! Match. Ja, Mann. Eigentlich müsstest du es direkt danach machen, nachdem ich einkaufen war. Ist kein Feuerzeug? Ach nee, ist von Buchstaben. Oh, verdammt, ich hab mich verschrieben. Hä, was ist es denn? Es ist keine Flamme, kein Feuer, kein Feuerzeug. Oh, Streichholz. Aber ist zu kurz. Ich hab mich verschrieben. Hast du schon mal so ein riesiges Streichholz gesehen? Nein, das ist ein Baum. Okay. Das ist ein Waldbrand. Oh, Leute. Was ist denn das? Stellt euch aber auch an heute. Okay, Kappel, ein Stab aus Holz mit einer Flamme oben, 6 Buchstaben. Wait, Wunderkerze? Ja, ihr kennt die wunderschöne Flamme von Wunderkerzen. Das ist schön gezeichnet, aber... Es ist schön gezeichnet, dafür gebe ich einen Daumen hoch. Das ist peinlich, Leute. Was soll denn das sein? Explosion. Alter, wenn ihr das Wort gleich lest, ihr beißt euch in den Hintern. Was ist denn das? Scheibenkleister. Okay, warte, ich mal euch noch, ich mal euch noch Indiana Jones dazu. Oh! Oh, okay. Don't do it, Ronja. Danke. Hörst du den mal früher Gott, gezeichnet? Oh mein Gott, nein! Leute, ich bitte euch! Hättest du nicht eine Höhle brechen können? Hallo. Brauchen wir keine Höhle für? Hallo? Die machen mich wuschig. Wieso kriege ich eigentlich immer so Wörter, die ich nicht zeichnen kann? Warte, ist der Massi jetzt auch noch da? Nee, oder? Ja. Hi. Ja. Gott, oh Gott. Meinst du, die Custom-Wörter sind oh Marvin Baum? Es ist ein Vogel. Okay. Häufig in Wüstengebieten zu finden. Was? Was gibt's denn für Wüstenvögel? Mit den Doppelbuchstaben. Stopp den Wahnsinn. Ich kann kein... Oh, wenn wir einen hätten, der Biologie studieren würde. Ja, Marvin, hätten wir dich mal. Ich will es nicht sagen, aber ne? Das sieht irgendwie aus wie so ein Moorhuhn auf Todesmission. Das ist einfach krass. Ich gebe jetzt mal einen Beispielsatz. Du bist ja ein richtiger... Vogel. Mein Gott. Ich war erinnert. Oh Gott, das sieht aus wie ein Perol-Gefühl. Der das Fleisch isst, wenn du gerade etwas am Abkratzen bist in der Wüste. Oh! Geil. Nein! Geschrieben! Oh Mann. Hättest du das nicht früher sagen können? Ich meine, das eine war Schlacht oder Animation. Wie hilft dir diese Zeichnung bei Geier? Es tut mir leid. Okay. Oh, was zum Geier. Oh Gott. Marvin, stopp. Den Wahnsinn. Ja, stopp den Wahnsinn. Okay, das. Warte mal, kann man das erkennen? HDMI-Kabel. Ach so, das ist... Oh Gott. Ja, das ist kein HDMI-Kabel. Das ist ein Tintenfüller. Ja, richtig. Aber wichtig ist, da gibt's ja dann so Sachen dazu. Oh, easy. Wusste ich schon vorher. Scheibenbutter. Sehr stark. Ich bin nicht schnell genug mit dem Schreiben. Füllfederhalter. Ja, wäre auch gut gewesen. Oder? Mhm. Man muss ja mal, ne, der Germanistikstudent von uns. Richtig. der sagt ja ein Füllfederhalter. Das ist ein Warndreieck, aber das ist zu kurz. Okay. Oh Gott. Oh, okay. Also, ja, soll ich sagen. Marvin, es gibt einen Daumen hoch. Du bist sehr verwirrt. Es ist schwer zu erkennen, was das sein sollte. Ich meine, das ist ein Dreieck, ne? Ja. Wir sind doch. Könnte man... Weißt du, da zocken wir auch meine Punkte. Schiebung in beide Richtungen. Oh, okay. Das ist ein Dreieck, was kann das so sein? Der ist ja Germanistikstudent wieder. Was schon wieder? As if. Warte, ich hab mich vertippt. Nein! Same. Easy! Nein, ich hab mich schon wieder vertippt! Das Dreieck. Gefolgt vom Dreieck. Oh Mann. Ich hab mich vertippt. Ich wollte schneller tippen als Marvin. Das kannst du gar nicht. Das ist der Preis, den man zahlt. Also ihr habt uns auch beide auf dieselbe Art geschrieben. Ja. Der Landvogt unter uns. Wie heißt es denn auf Deutsch nochmal? Oh!
Das wollte ich nicht, ich wollte noch so Strahlen malen. Oh Gott, das ist die Deckenhalterung, what the... Also Ronja, ich hab... Ich glaube, es sind noch zwei Wörter. Hochgegeben hab. Es war zu schnell. Es tut dir leid, dass du mir den Daumen hochgegeben hast. Nicht gegeben habe. Achso, okay. I respect that. Okay. Kleiner Kreis. Badesalz. Auch gut. Achso, okay. Lasst euch davon nicht täuschen, das ist nicht das, was ihr denkt. Käfer. Das Wichtige kommt am Schluss. Spinne. Spinne hat 8 Beine, es ist keine Spinne. Oh! Marvin. Oh nein! Gott, oh. Nein. Offensichtlich kann man es erkennen. Wieder, oh. Also das ist hervorragend gezeichnet, ne? Aber... Ich finde vor allem das Gesicht ist auch. Ausdrucksstark. Wirklich ausdrucksstark. Okay. Das sieht aus wie eine fette Spinne, ey. Ja, aber Spinnen haben 8 Beine, also. Ich glaube Skorpione auch, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ehrlich zu sein. Ich bin ja kein Biologiestudent. Alles raus. Ist das ein Schnabel oder ist das eine... Das ist eine Mütze. Mhm. Ihr kennt vielleicht Link aus Legend of Zelda. Ja. Es geht um die Zeichnung. Was ist dieser Mensch? Keine Ahnung. Mit nichts mit 4 Buchstaben. Oh, das darfst du nicht erraten. Wenn sie das einfach nicht errät, ist es easy. Dann hole ich hier im letzten Wort noch den Sieg. Oh nein. Ich würde jetzt auch wie heißt gar das? Nichts mehr dazu zeichnen. Doch, zeichne was dazu. Was ist denn das? Was soll das denn sein? Aussehen. Lass laufen. 12 Sekunden noch von dir, der Druck ist hoch. Sorry. Ich weiß doch. So. Es gibt. Häng mal das eine Wort an Epic dran. Was war denn König Artus? Holt er den Sieg? Yes! Held! Um 20 Punkte vorbeigezogen, oh, im letzten Wort. Das war wirklich der letzte. Oh mein Gott, ich hasse dich. Das ist der schlechteste Held, den ich jemals gesehen habe. Also, ich will jetzt nicht sagen, aber Marvin hat es sofort erkannt, ne? Ja, aber Marvin ist halt Schummler. Was ist das für ein oder was? Das ist der Neid vom einfachen Volk. Achso. Marvin, ja, ist der okay. Pöbel, ne? Also, wenn ich bitten darf. Du bist Dritter geworden, was sagst du eigentlich? Ich hab Marvin zum Sieg verholfen.